Ja Leute, was geht und willkommen zu diesem Video. Ihr wundert euch wahrscheinlich, hä, was ist das denn hier? Ja Leute, heute spiele ich Minecraft in 2D, Leute. Und, oh, nein, ich habe schon direkt jemand angegriffen aus Versehen. Okay, den muss ich aber holen. Ja Leute, wir spielen heute tatsächlich das, was ihr davon möglich hielt. Einfach Minecraft in 2D, Leute. Ja, es ist tatsächlich, Minecraft, Leute, aber einfach in 2D, Leute. Und wow, jetzt bin ich hier runtergefallen, kriege ich hier noch Fallschaden. Wir müssen auf jeden Fall einen Baum finden, weil wir sind gerade sehr, sehr schlecht in der Wüste gespawnt. Und ich werde einfach heute Minecraft in 2D spielen, Leute. Und das ist auf jeden Fall ganz nice, weil wir können hier schon direkt auf dem Weg hier die meisten Sachen kaputt machen und einfach Seeds draus kriegen, Leute. Und, ja, wir brauchen auf jeden Fall unbedingt einen Baum. Okay, was ist das hier hieß? Ich glaube, wir sind beim, okay, ich kann sogar zwei Blöcke hoch springen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Baum, Leute. Wir haben Stöcke, aber wir brauchen unbedingt einen Baum hinter uns. Okay, ich schau mal gerade. Das ist ein Enderman. Ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Was ist das denn für eine schlechte... Was ist das denn für ein schlechter Seed? Nee, ich brauche eine neue Welt. Okay, wir machen einfach das hier, Leute. Neue Welt. Wir machen jetzt Hardcore an. Nee, wir machen Survival. Wir machen Cheats an und Bonus-Chests, Leute. Ich werde aber natürlich nicht cheaten. Und da ist unsere Bonus-Chest und ich sehe schon. Wir spawnen direkt in irgendwas, in irgendeinem besseren Biom, Leute. Okay, wir haben auf jeden Fall sehr viel Holz gekriegt direkt und eine kaputte Axt. Und Brot auf jeden Fall. Sehr nice. Das war eigentlich das Wichtigste, was ich brauche. Ist eigentlich nur bei einem Biom zu spawnen. Und let's go, Leute. Das ist schon mal ein viel besseres Biom. Schaut euch das an. Wie viel Holz wir jetzt direkt hier haben. Wir craften uns eine Werkbank, Leute. Holz hier. Und eine... Hä? Ah, so macht man das. Okay. Eine Werkbank, Leute. Haben wir hier. Platzieren wir die hier. Und ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall Stöcke, Leute. Ein paar Stöcke müssen auf jeden Fall... Oh, habe ich das jetzt aus Versehen gedroppt? Das wollte ich jetzt nicht, Leute. Okay. Stöcke und eine Spitzhacke. Da ist sie. Ah, wir müssen erstmal eine Holzspitze... Nein, ich habe doch schon eine Holzspitzhacke. Oh nein, was eine Verschwendung. Okay, egal, warte. Dann können wir einfach hier reingehen. Let's go. Mit der Holzspitzhacke. So. Okay. Bisschen rein meinen, haben wir jetzt genug Stein für eine Steinspitzhacke, Leute. Das Eisen hier abholen. Wenn man Holz hat, ist das Leben einfach viel einfacher, muss man sagen. Wenn man Holz hat. Okay, Kohle hole ich natürlich auch. Das Gute ist, man sieht hier bei Minecraft 2D jetzt auch hier durch alles. So. Und das muss ich sagen, ist auf jeden Fall ganz vom Vorteil. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch noch ein Dorf suchen, aber das werden wir noch später machen, denn wir brauchen erstmal einen Ofen. Ein Ofen, wir haben sogar ein Achievement bekommen, Make a Furnace. Okay, was ist das? Das ist Flint. Flintenstiel wird auch sehr nice. So, und da wird unser Eisen gebraten und hier hinten ist so eine Riesenwand. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal durch die Wand. Ja, hier direkt daneben mein Dorf, aber das ist leider nicht der Fall. Deswegen ist ganz schade. Da ist eine Kohle, okay. Bräuchte ich schon, aber ist jetzt eigentlich egal. So, hier ist auch noch eine Kohle. Ja, komm, holen wir uns. Das holen wir uns jetzt. Die ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Okay, da geht's ganz tief nach unten. Da will ich lieber nicht rein, sonst sterbe ich noch an Fallschaden. So, okay. Wie sieht's aus mit dem Iron? Und ja, sind wir schon bei 6 Iron Ingots. Okay, nice. Dann können wir uns jetzt eine Eisenspitzhacke machen. Und dann können wir auch gleich Diamonds suchen gehen. Wo ist denn unser Holz und Eisenspitzhacke? Let's go. Eisenspitzhacke und ein Eisenschwert darf natürlich nicht fehlen. Das ist jetzt eine Schaufel. Bin ich lost. So, Eisenschwert. Let's go, Leute. Jetzt können wir in die Cave hier nach unten gehen, die unter uns hier ist. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal... Ja, komm, hier. Hier so lang. Oh nein, ich habe Angst. Ich habe ehrlich Angst. Ey. Ich krieg Fallschaden. Okay. Ja, wir sind sehr unten. Und das Problem ist jetzt, hier ist irgendwie kein Licht. Ja, das habe ich jetzt nicht beachtet. Stimmt. Licht ist ja auch noch ein Problem. Egal, warte, wir holen uns Fackeln. Wir holen uns Fackeln, Leute. Okay.
Also ich würde sagen, Fackeln sind auf jeden Fall gemacht. Ja, 16 reichen wohl. Das ist eine 2D-Welt, da werden 16 wohl reichen. Oh nein, das ist ja übelst schlechtes Licht. Oh nein, ich dachte, das wäre besser. Okay, egal. Ein bisschen reicht das auf jeden Fall. Jetzt habe ich das da hier gemacht. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen nach unten gehen, denn wir gehen auf jeden Fall zu Diamonds. Wir suchen die Diamonds, Leute. Was? Hä? Hä, ist das ein anderer Erz? Was ist das denn für ein Erz? Und hier ist eine Höhle. Gehen wir auch gleich rein. So, hier habe ich die Eisenpitzhacke. Sind das Diamonds? Odd Rock. Okay. Keine Ahnung, habe ich noch nie davon gehört, was Odd Rock ist. Okay. Wir holen uns einfach mal ein bisschen die Odd Rocks. Also, das gibt es auf jeden Fall in Minecraft nicht. Okay. Also, let's go. Perfekt. Wir schauen einfach mal hier rein. Und... Ah! Hier ist ein Skelett! Ah! Nein! Okay. Ey, das war sehr knapp. Ich wäre fast gestorben. Ich habe hier 2 Pfeile an mir. Ich muss unbedingt was essen. Okay, schnell was essen, Leute. Kann ich lieber nach oben wieder kehren. Hier unten ist es, glaube ich, nicht mehr sicher. Okay, let's go. Okay, Leute. Ich bin wieder hier und schaut, wen wir zu Besuch haben. Ein... Schaf, Leute, let's go. Sorry, Schaf. Ich brauche ein Bett. Okay. Nein, das hat nur 2 Wolle gedroppt. Jeder weiß, dass man 3 Wolle braucht. Okay, wisst ihr was? Ich wollte jetzt unbedingt mal ein bisschen auf Erkunden gehen. Auf der rechten Seite waren wir ja schon, da war ja nichts Interessantes. Deswegen gehen wir jetzt einfach auf die linke Seite und schauen, ob unser Glück etwas finden wird. Oh, das war knapp. Okay. Oh, ein Kürbiskopf. Okay, nehmen wir mal einfach mit. Bambusse. Das ist die Mehrzahl, weiß ich gerade nicht. Wir schauen einfach mal. Oh, da geht's nach unten, da wollen wir nicht rein. Okay, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt hier wieder zu Hause, Leute. Und wir haben hier jetzt diesen Odd Rock. Den wollte ich auf jeden Fall mal versuchen, Leute. Ich bin tatsächlich sehr lange gelaufen. Ich glaube, ich bin 5 Minuten gelaufen. Und wir haben einfach nichts gefunden. Okay, wir können irgendwas aus diesem Odd Rock machen. Ich versuche einfach mal... Odd Torch. Okay. Das war jetzt tatsächlich wirklich random, Leute, dass ich das jetzt herausgefunden habe. Wir schauen aber mal, was die macht. Aber davor müssen wir jetzt noch ein paar Stöcke machen, Leute. So, ein paar Planks hier rein und ein paar Stöcke. Okay, wir machen ein paar Stöcke auf jeden Fall und schauen jetzt einfach mal, ob hier wir eine Spitzhacke machen können. Okay, das können wir anscheinend nicht. Können wir ein Schwert daraus machen? Können wir auch nicht. Okay, eine Fackel können wir auf jeden Fall machen. Mal schauen, wie die so ist, die Fackel. Wow, hä? Die macht einfach alles schwarz. Was ist das? Okay, die macht auf jeden Fall alles schwarz einfach. Okay, macht eigentlich alles zur Nacht eigentlich. Aber wir müssen die mal in der Höhle testen. Wieder mal in die Höhle reingehen. Auf jeden Fall davor aber wollte ich vielleicht noch so ein kleines Haus bauen, Leute. Ihr wisst, so ein ganz kleines Haus auf jeden Fall hier wäre schon ganz nett. Und wir bauen natürlich kein hässliches Haus, so wie Fisch das immer machen würde, sondern wir bauen ein ganz schönes Haus. Und ich fäll mal ein bisschen Holz hier natürlich, ganz kleines bisschen. So, wir bauen natürlich ein ganz klassisches Holzhaus, ist ja ganz klar, Leute. Hier haben wir unser Holz. Und ich würde sagen, wir bauen uns einfach hier hin. Ne, das ist eigentlich unpassend. Hier hin. Oh, aber da können wir ja nicht durch. Das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen eine Tür machen, oder? Wir bauen das einfach mal hier ab und dann platzieren wir die Tür hier hin. Perfekt. So kann man da durch. Ja. Das ist jetzt nicht das schönste Haus, aber das beste Haus für Minecraft 2D. So. Okay. Oh nein, jetzt komme ich da nicht hoch. Okay, egal. Egal. Hä? Ach so, so ist es offen. Okay. Jetzt ist die Tür offen, aber jetzt war die Tür zu. Ah, okay. Verstehe. Okay. Aber das Problem ist, jetzt können wir das Haus nicht schön machen, weil wenn wir das da so hinbauen... Also, das ist einfach unser Haus, Leute. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich kann da jetzt nicht so zu vorne hier was platzieren, weil sonst kann ich da nicht durchkommen. Das wäre natürlich sehr dumm. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall unser Haus. Das ist sehr, sehr spektakulär, ich weiß. Und Leute, wir haben jetzt einfach Time Set Night gemacht, damit wir jetzt das Ganze hier sehen, wie das so in der Nacht aussieht. Und ich komme hier nicht hoch, danke. Okay, mach mal die Tür hier zu, dann fühle ich mich hier sicher, Leute.
Aber wir machen die mal wieder auf, weil hier ist ein nice Schaf. Jetzt können wir auch tatsächlich schlafen gehen. Ist auf jeden Fall auch ganz nice. Und ihr seht, es ist schon ganz dunkel. Jetzt testen wir jetzt mal, was die Odd Torch mal macht. Hä, die macht immer noch alles dunkler, okay. Auf jeden Fall, Leute, ich glaube, das war's mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es vielleicht wieder heißt Minecraft 2D.